Vergebung. Vergebung ist das Öl, das Schmiermittel für störungs- und reibungsloses Miteinander innerhalb von jeglichen Zusammensein. Und das Nichtverwenden dieses Öls, das Anwenden dieses Schmiermittels ist Ursache für so manches Problem in Beziehung, Gemeinde und Gemeinschaft. Im Epheser Kapitel 4 finden wir eine wunderbare Zusammenfassung von diesem Bereich, der nicht nur für Beziehung, Gemeinde und Gemeinschaft so wichtig ist, sondern auch für dein und für mein ganz persönliches Leben mit unvorstellbar weitreichenden Auswirkungen. Vergebung. Unser heutiges Thema lautet: einander vergeben. Epheser Kapitel 4, Vers 32, dort kommt der Titel her: Vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. In den Versen 25 bis 31 werden die wiedergeborenen Epheser und damit auch wir aufgefordert. Aufgefordert im Vers 25: Legt die Lüge ab, einander nicht belügen. Vers 28: Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, einander nicht zu bestehlen. Vers 29: Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, zueinander nicht unanständig sprechen. Vers 31: Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Einander nicht in übelster, sündiger Weise zu begegnen. Epheser 4, 32: Vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus, ist deshalb die einzig passende Schlussfolgerung nach der Aufzählung all dieser Sünden, welche die Einheit jeglicher Beziehung, Gemeinde und Gemeinschaft gefährden, ja belasten. Und ich denke, es ist auch ein passendes Thema zum zweiten Advent. Peter Malgo hat es gelesen, Jesaja 60. Advent, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Was ist an Advent geschehen? Das Licht ist gekommen. Das heißt so knapp über die Menschwerdung Jesu, über das Ziel. Lukas Kapitel 19, Vers 10. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Deshalb wurde es Weihnachten, deshalb kam Licht. Damit wir Licht haben, Licht werden. Und was passiert, wenn ich im Licht wandle? Dann sieht man das eine oder andere Flecken runzeln. Die eine oder andere Schattenseite fällt auf. Und dann ist es genau das, was Peter als zweites gelesen hat. 1. Johannes 7 bis 9. Wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft untereinander. Wunderbar, herrlich. Und was passiert dann? Ich erkenne auch meine Fehler, all meine Flecken. Und gleich im Anschluss heißt es dann: Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Ja, im Licht wandeln bedeutet, sich auch diesem Licht auszustellen und zu erkennen, warum ich Vergebung brauche und wie sehr ich anderen vergeben soll. Einander vergeben. Vergeben ist das Pflichtfach im Stundenplan eines Dieners. Denn, liebe Geschwister, auch in einer Gemeinschaft von wiedergeborenen Christen, die volle Vergebung ihrer Sünden erfahren haben, machen wir uns gegeneinander gegenseitig immer wieder schuldig. Und der, wo vor euch steht, ist genauso. Wir benötigen selbst immer wieder Vergebung und sollen immer wieder dem anderen auch Vergebung zusprechen. Lassen wir uns dabei aber nicht von den Ansätzen dieser Welt, von psychologischen Ansätzen verführen.
Epheser 4, 32 sagt, gleich wie auch Gott uns vergeben hat in Christus. Das ist der Maßstab. Das ist der Maßstab. So sollen wir vergeben. Wirkliche, hilfreiche Antworten auf dieses Thema finden wir allein hier in der Bibel, bei Gott und in seinem Wort. Nun, dieses göttliche Prinzip aus Epheser 4, 32 möchten wir heute Morgen in der Beantwortung von 10 Fragen ein wenig erhellen. Ich sage bewusst ein wenig, denn eigentlich wären es Dutzende Fragen zu diesem Thema. Wir müssen uns im Klaren sein, dass Vergebung eines der wichtigsten Themen in der ganzen Bibel ist und problemlos eine ganze Bibelwoche ausfüllen könnte. Und ich hoffe, ihr habt genügend Zeit heute Morgen mitgenommen. Beginnen wir mit der ersten Frage. Warum brauche ich überhaupt Vergebung? Warum? Der große Rahmen von diesem Vers 32 bildet eine senkrechte Beziehung und diese hat Auswirkungen auf waagrechte, horizontale Beziehungen. Ich benötige selber Vergebung. Das ist die senkrechte Beziehung zum lebendigen Gott. Damit ich anderen vergeben kann, das ist die waagrechte Beziehung. Erst wenn wir wirklich verstehen und verstanden haben, wie Gott vergibt und mir all meine Schuld vergeben hat, bin auch ich in der Lage, anderen wahrhaftig zu vergeben. Aber der Grund für das Bedürfnis nach Vergebung liegt viel tiefer. Ich habe gegenüber dem Herrn Vergebung nötig, weil jede Sünde gegen den Mitmenschen eine noch viel größere Sünde gegen den allmächtigen Gott beinhaltet. Und die Bibel ist ganz klar, jede Sünde muss bestraft werden. Jede Sünde muss bestraft werden. Was ist Sünde? Jemand hat einmal Sünde so definiert. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit Gottes moralischem Gesetz in Handlung, Gesinnung und Natur. Was bedeutet das? In unserem Handeln. Böses tun oder aber auch Gutes nicht tun. Böses sprechen oder auch, wo es angebracht wäre, Gutes nicht sprechen. Das kann genauso daneben sein. In unserem Denken, böses Denken oder Gutes nicht denken. In unserer Natur, wir schaffen es nicht, bleibend Gutes zu tun, zu sprechen und zu denken. Oh, liebe Geschwister, da häuft sich so manches an. So manches an. Und Esra sagt das in Kapitel 9, Vers 6. Und ich denke, er spricht da so aus, was er einfach im Herzen hat. Mein Gott, Esra 9, Vers 6. Mein Gott, ich schäme und scheue mich, mein Angesicht aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetaten sind über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist so groß, dass sie bis an den Himmel reicht. Bis an den Himmel. Oder wie es der Prophet Oded in 2. Chronik 28, 10 sagt, was haben wir denn anders bei dem Herrn als Schulden? Als Schulden. Nun ist aber Hebräer 2 ganz klar. Jede Übertretung und jeder Ungehorsam empfängt den gerechten Lohn. Und Sünde hat den Tod zur Folge. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, Römer 6, 23. Darum brauche ich Vergebung und darum brauchen wir alle Vergebung. Sünde wird nämlich von Gott nicht einfach unter den Deckel gequert, so quasi, ach, Gras drüber, jetzt würde man sagen, Schnee drüber, der geht wieder weg und dann kommt es hervor. Sünde muss gesühnt werden. Und das führt uns zur zweiten Frage. Wodurch gewährt Gott Vergebung? Wodurch gewährt Gott Vergebung? Sünde wird gesühnt entweder durch den Tod des Sünders
oder durch denjenigen eines anderen. Und genau das hat Jesus Christus an meiner, an eurer Stelle getan. Jesus ist dieses makellose, vor Gott angenehme, stellvertretende Sündopfer. Durch seinen schrecklichen, völlig unverschuldeten Tod wurde der gerechte Anspruch Gottes an die Sünder vollständig befriedigt. Vollständig befriedigt. Das ist das, was Johannes sagt in Kapitel 1, Vers 29. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das Lamm Gottes. Oder wie es Römer 6, 23 sagt, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott vergibt uns in Christus, so dass für jeden, der an ihn glaubt, die herrliche Verheißung aus dem Epheserbrief gilt. Epheser 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Herrlich. Gott gewährt allein durch Jesus Christus, allein durch sein Opfer, sein vergossenes Blut am Kreuz, durch das Kreuz Vergebung. Dort tilgte Jesus die Schuld unserer Sünden. Und es geschah ein Tausch. Er übernahm meine Ungerechtigkeit und im Gegenzug erhielt ich seine Gerechtigkeit. Wenn ich an ihn glaube, machte er mich gerecht vor Gott, versöhnte er mich mit Gott. Erlaube mir die persönliche Frage, kennst du den Herrn Jesus als deinen persönlichen Heiland? Als diesen Herrn, der für dich am Kreuz starb? Liebe Freunde, wir dürfen uns da nichts vormachen. Die Verkündigung des Evangeliums legt den Fokus immer auf heute. Heute, so du seine Stimme hörst, bekehret eure Herzen. Gib mir, mein Sohn, meine Tochter, dein Herz. Heute sollst du dich entscheiden. Keiner von uns weiß, was morgen sein wird. Keiner. Wir sind so beschränkt, wir wissen nicht mal, was hinter dieser Wand ist. Wir vermuten es. Keiner weiß es mit Gewissheit. Und übermorgen, wer weiß, was morgen ist. Darum nütze die Gnadenzeit, nütze das heute und komm zu Jesus. Nun, diese lebendige Beziehung zum lebendigen Gott hat lebendige Auswirkungen auf die Lebenden um uns herum. Ja, Auswirkungen. Vergebung gegenüber anderen, gleich wie Gott uns vergeben hat, wie er mir vergeben hat, kann also auch für mich bedeuten, die Schuld anderer zu tragen, damit Versöhnung stattfinden kann. Vergebung kostete Gott alles. Er gab seinen eingeborenen, innigst geliebten Sohn an unsere Stelle dahin. Und es kostete Jesus alles, sein Leben unter diesen entwürdigenden Umständen und den schrecklichen Bedingungen am Kreuz auszuhauchen. Und deshalb kostet uns den Empfang der Vergebung nichts. Aber es kann uns etwas kosten, anderen ihre Vergebungen, Verfehlungen an mir, an uns zu vergeben und nicht mehr bewusst daran zu denken. Es kostet uns nämlich das berauschende Gefühl der Überlegenheit. Ach, der ist, dem ist doch nichts los da unten. Und die, aber ich, es kostet uns. Verzicht, Vergebung, es ist Überwindung, Verzicht auf Rache, auf Vergeltung. Ja, dieser Verzicht kann auch wehtun, verbunden mit Tränen. Das wird allerdings nie auch nur annähernd vergleichbar sein mit den Kosten, die es Jesus gekostet hat, mir Vergebung anzubieten. Nun, die dritte Frage, wann vergibt Gott? Gott gewährt Sündenvergebung bei aufrichtiger Buße immer
sofort. Immer sofort, augenblicklich. Wir haben ein biblisches Beispiel, dieser schreckliche Ehebruch von David mit Bathseba. 2. Samuel 12, 13, da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan spricht zu David: So hat der Herr auch deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Wenn jemand also zu dir kommt und dich um Vergebung für sein sündhaftes Verhalten bittet, dann gewähre sie ihm sofort. Wenn du aber der Schuldige bist, dann suche schnell Versöhnung. Schnell Versöhnung. Verschieb's nicht auf morgen. Regle es heute noch. Matthäus 5 hat ja da so ein praktisches Beispiel des Herrn Jesus in Vers 23 und 24. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere. Ein bewährter Ratschlag finden wir ja auch gerade im Epheserbrief, in diesem vierten, in diesem so praktischen Kapitel, Vers 26. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Also wenn du weißt, gegenüber der Schwester, gegenüber diesem Bruder, das muss ich in Ordnung bringen, tu es noch heute. Suche noch heute Versöhnung. Denn Schuld wird mit fortdauernder Zeit nicht geringer. Sie wird nicht geringer. Unsere vierte Frage beschäftigt sich mit dem Ausmaß. Wie viele Sünden vergibt Gott? Wie viele Sünden vergibt Gott? Alle. Seine Vergebungsbereitschaft ist grenzenlos. Er vergibt gerne, großzügig und breitwillig, ja, verschwenderisch. Jesaja 55, 7 sagt, bei ihm ist viel Vergebung. Und wisst ihr, was bei Gott viel heißt? Viel Vergebung. Viel Vergebung. Nehemia 9, 17, da heißt es, du bist ein Gott der Vergebung. Weil sein Opfer ein grenzenloses Opfer war, deshalb ist auch die Vergebung grenzenlos. Grenzenlos. In Matthäus 18, in diesem Gleichnis über den unbarmherzigen Knecht, spricht der Herr Jesus diese Tatsache an. Dieser Knecht, der war seinem König die riesige Summe von 10.000 Talenten schuldig. Nun, wir können eigentlich mit diesem Zahlenwert wenig heute anfangen. Es entspricht umgerechnet dem damaligen Lohn, der von 5.500 Arbeitern in 70 Arbeitsjahren erbracht worden wäre. 5.500 Arbeiter arbeiten ihr ganzes Leben lang und der Ertrag sind die 10.000 Talente. Eine unermessliche Schuld, ein unermesslicher Betrag, nie zurückzahlbar, ja eigentlich grenzenlos. Ein ehemaliger Banker hat mir gesagt, heute umgerechnet wären das ungefähr so 12 Milliarden Franken. 12 Milliarden Franken. Und wisst ihr, Vers 27 heißt es dann so bewegend, da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht, gab ihn frei und erließ ihm die Schuld. Einfach so, aus Gnade und Liebe. So groß ist seine Vergebung, so groß. Liebe Geschwister, aufrichtige Buße bewirkt immer umfassende Vergebung, immer umfassende Vergebung. Der Herr ist grenzenlos gütig. Das hat noch ein Nachspiel hier in Matthäus 18. Wir kommen gleich noch drauf. Aber grundsätzlich für uns gilt das, was der Peter gelesen hat in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und das ist so ein Schlüsselvers für das Thema Vergebung, dann dürft ihr euch gerne markieren in euren Bibeln. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von
aller Ungerechtigkeit, von aller Ungerechtigkeit. Lieber Schwester, liebe Schwester, lieber Bruder, er reinigt von allem. Und genau das treibt uns doch in die Anbetung wie bei Micha. Wo ist solch ein Gott wie du, der Sünden vergibt? Wo? Wo? Herrlich. Und wisst ihr, liebe Geschwister, wir stehen bei Gott in einer so gewaltigen Schuld, dass sie von uns aus niemals abgetragen werden kann. Zu teuer ist die Erlösung einer Seele. Allein aus Gnade und Liebe hat uns der Herr vergeben. Und deshalb wird kein Mensch jemals so schuldig an uns wie wir vor Gott. Kein Mensch. Und deshalb sollen wir großzügig und bereitwillig gerne den anderen ihre Verfehlungen vergeben, genauso wie es der lebendige Gott mit mir getan hat. Und dieser Zusammenhang sehen wir ja in Matthäus 6, Vers 12. Das ist das Vaterunser-Gebet. Dort lehrt der Herr seine Jünger beten: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Also ein direkter Zusammenhang. Dieses Gebetsanliegen ist übrigens das einzige von all den Gebetsanliegen, das gleich anschließend vom Herrn selbst kommentiert wird. Er gibt die Auslegung dazu. Weil dieses Prinzip dieser unauflöslichen Verbindung von vergeben erhalten und vergeben gewähren fundamental ist. Matthäus 6, Vers 14. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ein ernstes Wort. Meine Vergebung ist übrigens auch nicht davon abhängig, ob der an mir schuldig gewordene Mensch Reue zeigt oder um Vergebung bittet. Der Schuldige steht selbst in der Verantwortung vor Gott und der Herr wird auch mit ihm zum Ziel kommen. Es gibt allerdings Fälle, in denen zwingend Reue nötig ist. Darüber kommen wir dann gleich zu sprechen in der 10. und letzten Frage. Die Beantwortung der nächsten Frage ist von großer Bedeutung, auch seelsorgerlich. Woher weiß ich, dass meine Sünden vergeben sind? Woher weiß ich das? Martin Luther wurde einmal gefragt, ob er fühle, dass seine Sünden vergeben seien. Er antwortete: Nein, ich fühle nicht, dass sie vergeben sind. Ich weiß, dass sie es sind, weil Gottes Wort es sagt. Wo sind meine Sünden jetzt? Betrachten wir die vielfältige Art und Weise, wie Gottes Wort Vergebung bezeugt und aufzeigt, wo die Sünden sind. Sie sind unauffindbar. Jeremia Kapitel 50, Vers 20. In jenen Tagen und zu jener Zeit wird man die Schuld Israels suchen, spricht der Herr, aber sie wird nicht mehr vorhanden sein. Sie ist unerreichbar, Psalm 103, Vers 12. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Liebe Freunde, wir können nicht gleichzeitig im Osten und im Westen sein. Also unerreichbar. Sie ist unnachweisbar. Jesaja 44, 22. Das kann man übrigens gut sich behalten. Jesaja 44, 22, 44, 22. Ich tilge deine Übertretungen wie einen Nebel und deine Sünden wie eine Wolke. Ja, wir haben ja hier immer wieder mal Nebel. Wo ist denn der Nebel, nachdem sich in den Nachmittagsstunden die Sonne durchgesetzt hat und durchbricht und der Nebel weg ist? Liebe Freunde, er ist physikalisch nicht mehr nachweisbar. Einfach weg. Mit dem besten Hilfsmittel findest du den Nebel von heute Morgen am Nachmittag, wenn die Sonne da ist, nicht mehr. Unnachweislich. Die Sünde wird verwandelt
Jesaja 1,18, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee, wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie wie Wolle werden. Und Offenbarung 7,14 erklärt dann, wie das geht, sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Sie sind zerstört, Micha 7,19, Entschuldigung, er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten. Sie sind unsichtbar. Jeremia 38,17. Du hast alle meine Sünden hinter deinen Rücken geworfen. Und Gott kehrt sich nicht um. Er sieht nur das, was vor ihm ist. Das ist der Blick. Sie sind unsichtbar und sie sind unzugänglich. Micha 7,19, du wirst all ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Nun, einige von euch wissen bestimmt, an welcher Stelle das Meer am tiefsten ist. Genau, die Stelle heißt Marianengraben, liegt 11.034 Meter unter der Wasseroberfläche des Pazifischen Ozeans an der Westküste Südamerikas. Der Mount Everest mit einer Höhe von 8.848 Metern könnte also locker da unten versorgt werden. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Mit diesem Stein, den die Frauengruppe so adventlich, so wunderschön golden angemalt hat, der eigentlich ein gutes Beispiel ist für Sünde, wo so ja, noch ziemlich nett aussieht, aber innen dran ist es grau, ist es kalt und ist es tot. Wenn wir diesen 1 Kilogramm schweren Stein ins Wasser fallen lassen, oben auf der Pazifikoberfläche, dann braucht er ungefähr 64 Minuten, bis er unten angekommen ist. 64 Minuten kannst du oben warten, bis er unten versorgt ist. So unzugänglich weit entfernt ist deine Schuld, wenn sie wirklich vergeben ist. Wer war als erster dort unten? Ja, ganz richtig, auch ein Schweizer, Jacques Picard. Wie konnte es anders sein? Von einem amerikanischen Navy-Offizier wurde er begleitet, Don Walsh. Sie tauchten im Jahre 1960 in die bis heute unerreichte Rekordtiefe von 10.911. Er war also nicht genau unten. Dort herrscht absolute Finsternis, ungeheurer Druck herrscht, 1.100 Bar. Unsere normalen Reifen an unseren Fahrzeugen, so 2 bis 3 Bar, ein absolut unzugänglicher Ort. Dort sind deine Sünden versorgt. Uns hat ja noch 360 Millionen Quadratkilometer zusätzliche Meeresfläche, wo sie versorgt sein könnten. Also, sie sind weg. Sie sind verwandelt, sie sind zerstört, sie sind unauffindbar. All diese Bibelstellen belegen auf vielfältige Art und Weise, vergebene Sünde existiert nicht mehr. Und das ist auch der Grund dafür, dass Jesus in Matthäus 18 dem Petrus auf die Frage in Vers 21 antwortet, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der an mir gesündigt hat, antwortet, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal, weil bei echter Vergebung keine Addierung erfolgt, sondern ein Neubeginn auf einem leeren Blatt. Die vorherige Sünde ist gar nicht mehr da. Die ist versenkt, weg, kein Zugriff mehr drauf. So begegnet uns der Herr und so sollen wir auch den Menschen begegnen, die sich schuldig gemacht haben an uns und denen wir vergeben haben, als hätten sie sich nie an uns versündigt. Das führt uns zur 6. Frage. Wenn Gott vergibt, erinnert er sich dann später an meine Sünden?
In Jesaja 43, Vers 25 verspricht Gott, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Gott verspricht damit Dreifaches. Er gedenkt nicht mehr an meine Sünde, er erwähnt sie mir gegenüber nicht mehr und er erwähnt sie auch gegenüber anderen nicht mehr. Nun kann man sich berechtigterweise fragen, ja, vergisst Gott denn? Oh nein! Gott weiß alles, Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges. Sonst wäre er nicht mehr allmächtiger, allwissender, allgegenwärtiger Gott. Aber er verspricht nicht mehr daran zu denken. Liebe Geschwister, wenn wir einander vergeben, gleich wie Gott uns vergeben hat in Christus, geben wir diesem Menschen das Versprechen, nicht mehr willentlich an seine Sünde zu gedenken. Sie weder gegen ihn zu erwähnen, noch gegenüber anderen, noch uns selbst gegenüber in Erinnerung zu rufen oder zu erwähnen. Ein wunderbares Beispiel dafür ist Josef. Was hat dieser Mann alles erlebt? Unschuldig verraten und verkauft von seinen Brüdern, verleumdet und vergessen von manchen Ägyptern, fand sich im Leben dennoch keinerlei Unversöhnlichkeit wegen all dem Bösen, das ihm zugefügt wurde. Worin lag sein Geheimnis? Sein Geheimnis offenbart sich in der Namensgebung seines ersten Sohnes, Manasse. Manasse heißt wörtlich, der vergessen macht. 1. Mose 41, 51. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, denn er sprach, Gott hat mich alle meine Mühsal vergessen lassen und das ganze Haus meines Vaters. Aber damit wir vergessen können, muss Gott die Erinnerung an das Unrecht auslöschen. Das bedingt meinerseits den Willen und die Bereitschaft zu vergessen, was da hinten ist, sich eben nicht zurückzudrehen und sich nach dem auszustrecken, was vorne ist. Und der Herr wird dich segnen darin, der Herr wird dir helfen und dir das Gelingen schenken. Aber leider betätigen sich manche von uns im Umgang mit uns zugefügtem Unrecht wie Taucher und Angler. Corrie ten Boom hat es einmal gesagt, Gott hat die Sünden der Menschen in der Tiefe des Meeres versenkt, aber er hätte noch Schilder aufstellen müssen, Tauchen und Angeln verboten. Andere wiederum zeigen sich von ihren historischen Seiten. Immer wenn meine Frau sauer auf mich ist, wird sie historisch, sagt ein Ehemann. Sie meinen hysterisch, meint der Gesprächspartner. Nein, bestand der Ehemann auf seiner Aussage. Immer wenn sie wütend ist, hält sie mir die Fehler der letzten 20 Jahre noch vor. Vergesslichkeit kann eine Frage der Verkalkung oder der Erkrankung sein. Im Normalfall ist es aber ein passiver Prozess, der beschleunigt wird durch, ich sag's mal, nicht mehr hervorholen, nicht mehr aufwärmen, nicht danach tauchen und angeln, nicht mehr daran denken. Zu vergessen, was da hinten ist, sich auszustrecken nach dem, was da vorne ist. Vergebung ist sowohl ein einmaliger Akt als auch ein Prozess. Durch Vergebung heilt der Herr augenblicklich die innere Wunde. Durch das Vergessen entfernt er auch die Narben. Entfernte auch die Narben. Vergebung ist also ein Entscheid des Willens, verbunden mit dem Willen nach Vergessen. Und das kostet uns bewusstes Handeln und Denken, einander zu ertragen, einander zu lieben, einander zu dienen, einander zu vergeben. Das ist also alles keine Frage des Gefühls. Nun, wenn ich mich nicht mal danach fühle, wie steht es dann mit meinen Gefühlen? Das führt uns zur siebten Frage. Wenn ich mich nicht danach fühle, bin ich dann ein Heuchler, wenn ich jemandem vergebe? Liebe Freunde, wir werden niemals zu Heuchlern, wenn wir den klaren Anordnungen Gottes gehorchen. Niemals. Nie. Wenn wir darauf vertrauen und es in die Tat umsetzen. Niemals. Ich muss euch ehrlich bekennen, dass ich mich selten gut fühle, freudig aufzustehen, wenn der Wecker am Morgen klingelt. Und
Dennoch bin ich doch kein Heuchler, wenn ich mich gegen mein Gefühl entscheide und aufstehe, weil ich weiß, dass sonst mein ganzer Tag durcheinander gerät. An der vergangenen Olympiade in London, an der wir Schweizer doch immerhin 2 Goldmedaillen geholt haben, sagte unsere Triathlon-Gewinnerin Nicola Spierig: Ich habe gelernt, dass es egal ist, wie man sich fühlt, wenn man den Sieg will. Willst du vergeben? Willst du vergeben? Vergeben ist keine Frage des Gefühls. Eine weitere Frage ist, Nummer 8, was ist nach der Vergebung mit den Folgen und Wiedergutmachungen meiner Sünde oder der Sünde anderer? Die Rechtfertigung des Sünders hebt das Verdammungsurteil auf, aber nicht zwingend alle Folgen von Sünde. Vergebung beseitigt nicht die natürlichen und zum Teil notwendigen Konsequenzen von Unrecht. Jay Adams hat es mal so gesagt: Bleibende Konsequenzen dienen immer einem positiven Ziel. Sie dürfen nie als Bestrafung missverstanden werden. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Strafe wurde durch Vergebung aufgehoben. Bei fortbestehenden Konsequenzen kann es unter anderem darum gehen, Gottes Ehre und Heiligkeit, die vor anderen Menschen besudelt wurde, wiederherzustellen. Genau das sehen wir im Ehebruch von David mit Bathseba. Da heißt es, wir haben das vorher gelesen, 2. Samuel 12, Vers 13, da sprach David zu Nathan: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan sprach zu David: So hat der Herr deine Sünde hinweggenommen, du sollst nicht sterben. Doch weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, so wird auch dein Sohn, der dir geboren wurde, gewisslich sterben. Betreffend Wiedergutmachung ist festzuhalten: Unrecht wird nicht weniger Unrecht, wenn man vergibt oder Vergebung erlangt. Echte Reue bewirkt deshalb auch das Verlangen, den entstandenen Schaden nach Möglichkeit wieder gut zu machen. Und ein wunderbares Beispiel finden wir ja in dem Oberzöllner Zachäus. Er sagt dem Herrn, Lukas 19, Vers 8: Siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Alles, was mess- und zählbarer Schaden ist, muss zurückgestattet werden. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass manches Unrecht und manche Ungerechtigkeit, die uns widerfahren sind in diesem Leben, nie beseitigt werden können und werden. Ein großes Problem in mancher Beziehung, in mancher Gemeinschaft und Gemeinde ist Unversöhnlichkeit. Und das führt uns zur zweitletzten Frage. Was sind die Folgen von Unversöhnlichkeit? Nun, das Gleichnis über den unbarmherzigen Knecht, dessen unermesslich große Schuld 5.500 Männer, 70 Jahre arbeiten, 12 Milliarden, einfach getilgt. Das haben wir bereits erwähnt. Seine Unversöhnlichkeit zeigt sich darin, dass er nicht bereit war, einem anderen, dessen viel kleinere Schuld von ungefähr 3 bis 4 Monatslöhnen zu erlassen. Und Jesus beschreibt dieses unfassbare Verhalten, nachdem es aufgeflogen war, wie folgt: Matthäus 18, 32 bis 34. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene große Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du dich denn nicht auch über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Folterknechten, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Die Folterknechte sind Sinnbild für göttliche Zurechtbringung. Gott erweist sich hier nicht als strafender Richter, sondern als liebender Vater, der durch Züchtigung im Leben seiner Kinder zum Ziel kommt. Er liefert uns qualvollen Gedanken, elenden Gefühlen und bedrückender innerer Unruhe aus, so lange, bis wir umkehren und Buße tun. Kann es vielleicht sein, dass du manch eine bedrückende Not in deinem Leben erleidest, weil du anderen Vergebung verweigerst? Worauf wartest du noch, liebe Freund?
Unversöhnlichkeit ist pures Gift. Sie verbittert das Herz und den Verstand und vergiftet so die gesamte Einstellung zum Leben. Zorn, Hader und Sorge überschatten und überwältigen schließlich den unversöhnlichen Menschen. Die Seele wird gewissermaßen verschmutzt mit bösartigen Gefühlen und Gedanken. Schlimmer noch, die Bitterkeit kann auf andere überspringen und schließlich vielen schaden. Vergeben ist das einzige Gegengift. Vergeben ist das einzige Vergeben Gegengift. Echte Vergebung ist der stärkste Ausdruck eines wahren christlichen Lebens. Unser Leben wird geprägt durch diese vergebende Beziehung zu unserem Herrn. Und die soll geprägt werden in einer vergebenden Beziehung zu unseren Nächsten. Erlaub mir deshalb eine weitere sehr persönliche Frage. Ist deine Unversöhnlichkeit vielleicht sogar ein Indiz dafür, dass du vielleicht gar nie wahre Vergebung empfangen hast, erfahren hast? Komm heute zu Jesus, erfahre es, werde frei von aller Schuldenlast. Und schließlich die Frage, auf deren Beantwortung ihr vielleicht schon lange gewartet habt, die 10. und letzte Frage. Schweigen oder ansprechen? Soll ich sie ihm jetzt vor die Nase halten? Mensch, wie du mir damals. Oder soll ich einfach schweigen? Der überwiegende Teil der Übertretungen anderer gegenüber mir sollte man mit 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8 abhandeln. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Möchtet ihr ehrenwerte Menschen sein? Ich denke, jeder möchte ja sagen dazu, oder? Salomo sagt in Sprüche 19, Vers 11, es ist eine Ehre, Vergebungen zu übersehen, nicht darauf zu pochen, du, siehst du da noch? Und es ist eine Ehre, Vergehungen zu übersehen. Liebe Geschwister, und ich habe das auch zu mir gesagt, zuerst, weil mich das auch so betrifft. Wir sollten gegenseitige Unempfindlichkeiten für die alltäglichen Verfehlungen der anderen entwickeln. Die goldene Regel lautet also, solange eine geringfügige oder unbewusste Verfehlung nicht zwingend die Auseinandersetzung mit dem Schuldigen erfordert, sollte bedingungslose und einseitige Vergebung die Übertretung bedecken. Wann ist nun die Grenze überschritten? Wenn ernsthafte Sünden die Gemeinde und Beziehung belasten und der Seele eines Menschen Schaden zufügt. Wenn skandalöse Verfehlungen mit Auswirkungen auf Beziehung und Gemeinschaft vorliegen, dann muss die Verfehlung konkret angesprochen werden. Und für dieses Vorgehen hat der Herr Jesus ebenfalls in Matthäus 18 einen ganz konkreten 4-Stufen-Plan zur Zurechtbringung eines unbußfertigen Gemeindeglieds gegeben. Noch 2 Ratschläge seelsorgerlicher Natur. Zum einen, wenn du mit der einen oder anderen kleineren Verfehlung einfach nicht klarkommst, dann sprich mit einem Bruder oder einer Schwester darüber. Nicht um zu tratschen, wie und was sie, sondern durchs Gebet Ruhe für deine Seele zu bekommen. Und zum anderen, manche Dinge lassen sich nicht mehr korrigieren, weil jemand schon verstorben ist. Dann sollte die Angelegenheit ebenfalls mit einem Seelsorger besprochen werden, ausgeräumt werden. Und das ist dann eine der Anwendungen aus Jakobus 5,16. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist nicht ein öffentliches Bekennen all der schmutzigen Dinge. Nein, seelsorgerlich, damit wir Ruhe bekommen für unsere Seelen.
Ich möchte zum Schluss zusammenfassend sagen, wahre Vergebung ist frei von Groll und hat nichts Erzwungenes an sich, sondern wird frei gewährt, so wie wir selbst wünschen, dass uns vergeben wird. Wahre Vergebung ist unvereinbar mit Nachkarten und Nachtragen. Wahre Vergebung beendet die Bitterkeit, geschieht ohne Zorn und reitet nicht länger auf dem Vergehen herum. Wahre Vergebung ist verbunden mit dem endgültigen Verzicht auf Vergeltung und Rache. Wahre Vergebung entspricht, so gut es eben dem geht, was Gott selbst versprochen hat. Er will sich nicht mehr an die Sünde erinnern. Vergebung ist die Basis von einander dienen und einander lieben. Vergeben ist christlicher Glaube in höchster Vollendung. Suche Vergebung, wo du Unrecht getan hast. Vergib anderen, die dir Unrecht getan haben. So gelingt Beziehung, Gemeinschaft und Gemeinde. So verwirklicht die Gemeinde immer mehr ihren Auftrag, den Herrn Jesus zu verherrlichen, Licht und Zeugnis für diese Welt zu sein, einander wahrhaftig zu dienen und zu lieben. Möge der Herr das in seiner Gnade wirken. Darum, vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein lebendiges Wort. O Herr, ich habe Vergebung so nötig. Wir haben Vergebung so nötig, weil wir immer wieder uns gegenüber einander versündigen, vor allem aber gegenüber dir. Danke, dass du, o Gott, durch deinen Tod am Kreuz Vergebung, vollständige Vergebung und Versöhnung ermöglichst. Und deshalb komme ich zu dir, deshalb kommen wir zu dir und beten, Herr, vergib uns unsere Unversöhnlichkeit, vergib uns unsere Sünden, unsere Übertretungen. Hilf, Herr, hilf auch dem Bruder, der Schwester so zu begegnen. Reinige uns mit deinem teuren, kostbaren Blut. Hilf uns, lehre uns anderen, so vorbehaltlos zu vergeben, wie du mir vergeben hast. Schenke Gnade dazu und hilf, Herr, wo andere an uns schuldig geworden sind, wo es so weh getan hat, dass sie doch herzlich vergeben und dass du das Vergessen auch in unserem Gemüt bewirkst und beschleunigst. Und schenk uns diese innere Freiheit und die Ruhe, einander so in Liebe zu dienen und zu begegnen. Amen.